Schönen Freitagabend, ich begrüße Sie sehr herzlich zur ZIP 2. Der Rechenschaftsbericht der ÖVP hinterlässt offene Fragen. Ausgerechnet, der Rechnungshof bezweifelt, dass die ÖVP die Wahlkampfkosten für 2019 korrekt abgerechnet hat. Zu Gast ist Parteienfinanzierungsexperte Hubert Sickinger. Preiskampf. Viele Vorschläge gegen die Preissteigerung liegen auf dem Tisch, doch welche sind wirksam? Das bespreche ich gleich mit dem Direktor des WIFO, Gabriel Felbermeier. Katzenjammer. Die Hackergruppe Black Cat macht im Land Kärnten ganz schön zu schaffen. Jetzt steht offenbar fest, welche Daten abgesaugt wurden und darunter sind prominente Namen. Lange ist darauf gewartet worden, nun ist er endlich fertig. Der Rechnungshof hat heute die ÖVP-Bilanz für das Wahljahr 2019 veröffentlicht und Zweifel angemeldet. Konkret geht es um die Wahlkampfkosten. Hier zum Vergleich: Im Jahr 2017, also im vorletzten Wahlkampf, haben sowohl ÖVP als auch SPÖ und FPÖ die Obergrenze von 7 Millionen deutlich überschritten und mussten dafür Strafe zahlen. Die ÖVP am meisten mit 800.000 Euro. Im Wahlkampf 2019 soll es bei den Kosten gesitteter zugegangen sein. Keine Partei soll die Obergrenze überschritten haben, wie aus den Rechenschaftsberichten hervorgeht. Doch was die Wahlkampfkosten der ÖVP betrifft, misstraut der Rechnungshof den Unterlagen der ÖVP und will nun erstmals einen Wirtschaftsprüfer in die Parteizentrale schicken. Stefanie Leotolter und Regina Pöll berichten. Wahlabend 2019. Ein Bild aus besseren Tagen der ÖVP. 37,5% mit Spitzenkandidat Sebastian Kurz. Für die endgültige Bilanz dieses Jahres 2019 und ihren Bericht an den Rechnungshof hat die ÖVP mehrere Anläufe und Versionen gebraucht. In der Letztfassung hat der Rechnungshof nun einiges gefunden, das Fragen aufwerfe, und schickt deshalb erstmals Wirtschaftsprüfer zur Volkspartei. Da wären einmal die Wahlkampfkosten im Jahr 2019. Stutzig macht die PrüferInnen, dass für die EU-Wahl mit 6,9 Millionen Euro mehr Geld ausgegeben worden sein soll als für den Nationalratswahlkampf, dessen Kosten die ÖVP mit 5,6 Millionen beziffert. Es ist mit der politischen Lebenswirklichkeit für den Rechnungshof schwer in Einklang zu bringen, dass für die Nationalratswahl deutlich weniger Wahlkampfkosten ausgegeben worden sein sollen als für die EU-Wahl. Außerdem gäbe es Zweifel daran, dass die Abrechnung für den Nationalratswahlkampf so, wie von der ÖVP angegeben, stimmt und die 7 Millionen Euro Obergrenze wirklich eingehalten worden sind. Dem Rechnungshof wurden von unbekannter dritter Seite Unterlagen zu den Wahlkampfkosten übermittelt. Der Rechnungshof schätzt diese Unterlagen, die Inhalte und Zahlen aus der Buchhaltung der ÖVP enthalten, als authentisch ein. Die Dokumente lassen die Angaben, die Wahlkampfkostenobergrenze wurde eingehalten, zweifelhaft erscheinen. Der Wirtschaftsprüfer soll sich direkt ein Bild machen von den Büchern, von den Rechnungen und von den Zahlen, die da drinnen stehen. Und dann werden wir ein Ergebnis bekommen. Wenn das Ergebnis richtig ist, dann ist das in Ordnung. Wenn es unter den 7 Millionen ist, wenn es darüber ist, werden wir eine Mitteilung an den Transparenzsenat machen. Der muss sich nun auch mit der Causa Seniorenbund beschäftigen. Denn anders als von der ÖVP, auch in Bezug auf die Corona-Hilfsgelder behauptet, ist der Seniorenbund nach Ansicht des Rechnungshofs sehr wohl Teil der ÖVP und eben nicht unabhängig. Sämtliche Belege für Einnahmen und Ausgaben würden in der Jahresbilanz 2019 aber komplett fehlen. Ebenso beim Transparenzsenat angezeigt wurde die Inseraten-Affäre des Vorarlberger Wirtschaftsbundes. Vermutet werden hier verdeckte Parteispenden. Dasselbe gilt auch für die ÖVP-Wahlkampfinserate in der Niederösterreich-Zeitung. Die Volkspartei versucht, Gelassenheit zu vermitteln. Die heutige Generalsekretärin ebenso wie der 2019 Zuständige. Wir haben nichts zu verbergen aus dieser Zeit. Ganz im Gegenteil, Sie haben recht, ich war damals Generalsekretär. Es wäre verrückt gewesen, die Wahlkampfkosten zu überschreiten nach den Erfahrungen von 2017. Damaliger Generalsekretär war Nehammer, hat er jetzt ein Problem als Kanzler und hat die ÖVP ein Korruptionsproblem, diese beiden Dinge? Nein, in keinster Weise, denn wir sehen ja, dass wir unter Generalsekretär Karl Nehammer die Wahlkampfkostenobergrenze deutlich unterschritten haben, sowohl bei der Europawahl als auch bei der Nationalratswahl. Und wir haben, wie gesagt, alles korrekt und lückenlos angegeben und deswegen stehen wir dieser Prüfung auch sehr gelassen gegenüber. Der Politikberater sieht sehr wohl Auswirkungen für Karl Nehammer.
Bislang war er, Stichwort Chat-Affäre, außen vor, da ist er nicht vorgekommen, aber jetzt wird das schon auch zu einem persönlichen Problem. Wiewohl ich glaube, dass die größere Geschichte schon noch das ist, dass einfach ein nachhaltiger Schaden am ÖVP-Image droht. Das ist wirklich eine toxische Mischung, dass da jetzt quasi fast jede Woche eine neue Enthüllung, eine neue Causa auftaucht. Das ist gerade in einer Zeit, wo die Bevölkerung mit der Teuerungswelle zu kämpfen hat, natürlich etwas, was man so leicht als Kanzlerpartei nicht verkraftet. Was bleibt, ist die Erinnerung an ein Bild aus vermeintlich besseren Tagen. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Parteienfinanzierungsexperte Dr. Dr. Hubert Sickinger. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Sickinger, sind die Zweifel des Rechnungshofes, dass die ÖVP beim Nationalratswahlkampf 2019 weniger Wahlkampfkosten hatte als bei der EU-Wahl, nachvollziehbar für Sie? Ja, es entspricht jedenfalls allen bisherigen Erfahrungen. Und der Rechnungshof beruft sich ja auch auf interne Unterlagen, die ganz offenkundig bereits dem Falter 2019 vorgelegen sind und während des Wahlkampfs veröffentlicht worden sind, wonach es eine doppelte Planung gegeben hat. Das, was als Wahlwerbungskosten anzugeben ist und das, was man vorhatte, nicht als Wahlwerbungskosten zu deklarieren, wo eben eine juristische Frage ist, ob das geht oder nicht. Jetzt wird eben der Rechnungshof zum ersten Mal einen Wirtschaftsprüfer bestellen, der ÖVP dann einen Besuch abstatten wird. Die ÖVP hat volle Kooperation zugesichert. Wenn sich die Zweifel des Rechnungshofes nun durch diese Prüfung bestätigen, mit welchen Konsequenzen muss die ÖVP dann rechnen? In diesem Fall erstattet er eine Meldung an den unabhängigen Parteientransparenzsenat, der das erneut prüft und im Fall einer Überschreitung dann die vorgeschriebenen Geldbußen verhängt. Die sind übrigens deutlich strenger als noch für das Jahr 2017, denn im Juli 2019 wurde das Parteiengesetz von den anderen Parteien geändert. Derzeit liegt wieder ein Entwurf für ein neues Parteiengesetz vor. Wird daran nichts mehr geändert, dann kann der Rechnungshof künftig bei begründetem Verdacht, wie in diesem Fall jetzt etwa, direkt Einschau halten. Geht Ihnen dieses Recht des Rechnungshofes, das eben künftig geplant ist, weit genug oder würden Sie sich noch mehr erwarten? Nun, es ist sehr angemessen. Das, was der Rechnungshof nicht tun kann, ist sozusagen stichprobenartig die Parteibilanzen zu überprüfen, also die Bücher der Parteien überprüfen. Aber wenn er einen Verdacht hat, einen begründeten Verdacht, und das war in den letzten Jahren sicher des Öfteren der Fall, dann kann er von den Parteien direkt die Vorlage von Unterlagen verlangen oder auch vor Ort eine Prüfung machen. Der Entwurf zum neuen Parteiengesetz sieht er jetzt nicht nur dieses Einschauungsrecht für den Rechnungshof sozusagen vor, sondern es gibt andere Punkte, die wiederum nicht geregelt wurden, zum Beispiel wie es auch mit den Inseraten weitergehen soll. Was bräuchte es aus Ihrer Sicht in dem Entwurf des Parteiengesetzes darüber hinaus noch? Fehlt Ihnen da was? Nun, es ist schon einiges drinnen, was einen deutlichen Fortschritt bedeutet. Ich habe da noch einige Präzisierungsvorschläge auch gebracht jetzt im Begutachtungsverfahren. Also die Frage der Regulierung nahestehender Organisationen ist meines Erachtens noch zu eng und es muss noch ein bisschen, muss auch noch nachgebessert werden bei der Offenlegung von Inseraten. Hier sind noch Lücken drinnen, aber man muss sagen, es ist ein sehr deutlicher Fortschritt vorgesehen insgesamt im Gefüge des Parteiengesetzes. Schauen wir noch einmal auf den Entwurf des neuen Parteiengesetzes. Darüber hinaus bräuchte es etwa für Vergehen, die im Rechenschaftsbericht dann angegeben werden, auch strafrechtliche Sanktionen? Also ich argumentiere eigentlich bereits seit Beginn, seit es das Parteiengesetz 2012 gibt, dass man auch strafrechtliche Sanktionen gegen gravierende Verstöße, also beispielsweise vorsätzliche Spendenverschleierung in großem Ausmaß ebenfalls vorsehen sollte und nicht nur Geldbußen für die Parteien. Ja, jetzt ist erstmals vorgesehen eine Geldstrafe für den Spender von maximal 15.000 Euro, wenn er durch Stückelung die Rechenschaftspflicht umgeht. Aber das ist vergleichsweise unzureichend. Und vor allem, wenn das groß angelegt passiert, müsste auf jeden Fall auch eine strafrechtliche Sanktion hier sein. Die ist nämlich um einiges abschreckender, übrigens auch bei Parteifunktionären, aber eben auch bei Spendern.
Diese Konstruktionen, die Vorgehensweisen, die der Rechnungshof in dem ÖVP-Bericht kritisiert, sind das Themen, die ausschließlich die ÖVP betreffen? Also sind diese Konstrukte, die hier angeführt werden, unbedingt mit der ÖVP verbunden oder passiert das in anderen Parteien genauso? Ich würde sagen, es ist nicht notwendigerweise nur mit der ÖVP verbunden. Bei ihr tritt das aber besonders häufig auf, denn die ÖVP hat deutlich mehr Medien, die von Teilorganisationen zum Beispiel herausgegeben werden. Ist überhaupt die einzige Partei, die in einem Bundesland noch eine Parteizeitung hat und so. Also hier ist auch viel mehr sozusagen Anlass, hier Gelegenheit gewissermaßen. Und sie hat eine viel differenziertere Parteistruktur als die anderen Parteien. Bei den anderen Parteien ist es um einiges durchschaubarer. Aber zum Beispiel eben die SPÖ hat aus finanziellen Gründen ihre Zeitungen und Zeitschriften überwiegend aufgeben müssen und hat das eben nicht mehr, weil sie hier sehr viel Geld zu zahlen gehabt hat, also große Defizite gehabt hat und sich das einfach nicht mehr leisten konnte. Bei der ÖVP gibt es dann noch vergleichsweise mehr. Sagt Hubert Zickinger in einem Gespräch, das wir am Abend aufgezeichnet haben. Wenn es um die Inflation, die Teuerungsrate geht, dann scheint es derzeit nur eine Richtung zu geben und die geht hinauf. Die Nationalbank hat heute ihre Erwartungen im Vergleich zum Dezember deutlich angepasst. Die Verbraucherpreise sollen insgesamt um etwa 7% zulegen. Aktuell liegt die Inflationsrate bei knapp 8% und das spüren alle, egal ob beim Tanken oder beim Einkaufen. Der durchschnittliche Wocheneinkauf kostet derzeit ganze 14% mehr als noch vor einem Jahr. Wie man die Bevölkerung nun entlasten könnte, darüber gehen die Ideen derzeit auseinander. Erste Richtungsentscheidungen gibt es aber. Gestern hat die Europäische Zentralbank eine Zeitenwende eingeläutet. Seit vielen Jahren steigt erstmals wieder der Leitzins, zu dem sich Banken Geld bei der EZB leihen können. Allerdings, kurzfristig wird das nur wenig gegen die hohe Teuerung wirken. Das stellt heute auch der Gouverneur der Nationalbank klar. Dort rechnet man für heuer mit einer Inflationsrate von 7%. Geldpolitik braucht so ein Jahr, eineinhalb Jahre, bevor sie richtig entwirkte. Aber alles beginnt mit einem kleinen Schritt, auch eine Zinsreise. Die Zentralbank kann also kurzfristig nur wenig ausrichten, die Politik muss also ran. Derzeit verhandelt die Regierung ja ein weiteres Entlastungspaket und da sind einige Dinge im Gespräch. Eine Idee, die kalte Progression, also die schleichende Steuererhöhung, die entsteht, indem durch Lohnsteigerungen höhere Steuersätze fällig werden, könnte abgeschafft werden. Viele fordern das, es gibt aber auch Einwände. Was passiert bei einer Rückgabe der kalten Progression? Die Menschen im untersten Einkommensfünftel erhalten ca. 80 Euro pro Kopf. Die Menschen im obersten Einkommensfünftel erhalten knapp 600 Euro pro Kopf. Also das ist natürlich keine sinnvolle Akutmaßnahme, um die Folgen der Teuerung abzufedern. Es gibt aber auch andere Ideen. Gewerkschaft und Arbeiterkammer wollen staatliche Eingriffe bei Energiepreisen. In Spanien und Portugal passiert das gerade. Dort werden die Preise schlicht vom Gesetzgeber gedeckelt. Immer wieder hört man auch die Forderung nach einer Abschaffung oder Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Im linksliberalen Momentum-Institut kann man der Idee was abgewinnen. Wie kann man das machen? Indem man speziell auf Grundnahrungsmittel die Mehrwertsteuer senkt. Weil es soll tatsächlich nicht so sein, dass der Kaviar oder die Wachteleier, die tendenziell mehr der Generaldirektor kauft, dass das billiger wird. Aber bei Brot, bei Butter, bei Milch könnte man tatsächlich diese Steuer senken. Klar ist, die hohe Teuerung bringt derzeit viele Menschen ernsthaft in Bedrängnis. Es braucht also Lösungen und die Zeit drängt. Und es sind bewegte Zeiten und dazu darf ich jetzt den Direktor des WIFO, Gabriel Felbermayr, begrüßen. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Felbermayr, eine Zinsreise, die mit kleinen Schritten beginnt, hat Nationalbankgouverneur Holzmann es genannt. Das wird allerdings jetzt einmal sich nur wenig auf die Teuerung auswirken. Sollte die EZB hier mehr Tempo machen? Das fordern viele und ich finde auch, dass das allzu zögerlich gelaufen ist in den letzten Monaten schon. Noch passiert ja gar nichts. Der Zinsschritt kommt erst im Juli, nicht jetzt schon. Es sind nur 0,25 Prozentpunkte. Und im September sieht es jetzt so aus, als ob dann noch mal ein größerer Schritt kommen würde. Aber wenn wir uns die Inflationsraten anschauen, die Teuerungsrate ansehen von 8%, dann sind das noch sehr, sehr zögerliche Schritte.
Auf der anderen Seite, die US-Notenbank war dann nicht so zögerlich, hat erste Schritte auch schon im März unternommen und den Leitzins erhöht, um sich eben gegen die Inflation zu stemmen. Aber auf die Inflation hat sich das auch nicht ausgewirkt. Da hat es jetzt im Mai eine Inflation von 8,6% gegeben. So hoch war die Inflation in den USA seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Was bedeutet das für den Schritt in der Eurozone? Der Gouverneur hat ja vollkommen recht. Es wäre naiv zu meinen, man dreht ein bisschen an der Zinsschraube und schon geht die Inflation zurück. Das ist vor allem deswegen schwer jetzt in der aktuellen Lage, weil ja die hohen Preise importiert werden. Die sind ja nicht in Österreich oder in der Eurozone entstanden, sondern wir zahlen sehr viel mehr für importiertes Gas, für importiertes Erdöl, für viele Rohstoffe. Und da ändert eine Zinsänderung fast nichts. Was sie erreichen kann, und das wäre schon ganz gut, ist, dass die Abwertung des Euro zumindest aufhört. Der Euro ist seit vielen Jahren in einem Schwächezustand, verliert gegenüber dem Dollar an Wert. Das hat auch etwas mit der Politik der Europäischen Zentralbank zu tun. Und das bedeutet, dass nicht nur das Erdöl teuer ist, in Dollar gerechnet, sondern dass wir immer mehr Euro ausgeben müssen, um die teuren Dollar zu kaufen. Und das macht das Problem noch akuter. Und da kann eine etwas beherztere Politik der EZB schon etwas helfen, dass zumindest der Euro sich gegenüber dem Dollar stabilisiert. Was würden Sie sich unter einer etwas beherzteren Politik vorstellen? Na, ich hätte mir gewünscht, dass wir jetzt schon im Juni den ersten Schritt machen, einen kleinen Schritt. Auch das ist richtig, dass man so graduell vorgeht, keine großen Schocker, kleine Schritte. Und dass vor allem die EZB noch stärker, als sie es bisher tut, kommuniziert, dass sie tun wird, was notwendig ist, um die Inflation zu bekämpfen. Was ist denn notwendig? Whatever takes. Ja, was notwendig wäre, ist, dass man mit den sogenannten Quantitative Easing-Maßnahmen nicht nur aufhört, sondern die Bilanzlänge der Zentralbank auch wieder reduziert. Wir haben in den letzten Jahren ja sehr viel Verlängerung dieser Notenbankbilanz gesehen. Die Notenbanken haben auf der ganzen Welt, nicht nur in Europa, Staatsanleihen gekauft, in einem Ausmaß, der in der Geschichte einzigartig ist. Das hat sehr viel Liquidität in den Umlauf gebracht. Viel Liquidität heißt, das treibt die Preise für Immobilien. Da haben wir das schon sehr lange. Jetzt aber auch für viele andere Güter und Dienstleistungen. Und das wäre etwas, das man in der Öffentlichkeit, denke ich, noch stärker betonen muss, dass man auch da beherzt rangeht, wenn es nicht so kommt, wie alle hoffen, dass nämlich zu Beginn des nächsten Jahres spätestens die Inflation doch wieder zurückgeht. Man wird also, glaube ich, kommunizieren müssen, man tut, was notwendig ist. Sonst droht die Gefahr, dass sich die sogenannten Inflationserwartungen verselbstständigen. Wenn immer höhere Inflationsraten erwartet werden von den Menschen, von den Unternehmen, dann birgt das die Gefahr, dass es da zu selbst erfüllenden Prophezeiungen kommt und dass diese hohen Erwartungen dann tatsächlich auch durch Preiserhöhungen und so weiter passieren. Apropos Erwartungen, auch das WIFO erstellt Prognosen, wie es mit der Inflation in Österreich weitergehen soll. Die Nationalbank, haben wir heute gehört, geht eben von 7% aus. Das WIFO hat seine Inflationsprognose für heuer von 5,8 auf 6,5% schon einmal erhöht. Wird es dabei bleiben? Nein, wir werden noch weiter erhöhen müssen, sogar vermutlich nach dem jetzigen Stand der Dinge über die 7% der Notenbank hinaus, eher Richtung 7,5. Wir müssen auch den Zeitpunkt, den wir erwartet haben, der Trendwende nämlich, ja, den müssen wir auch verschieben. Wir dachten, es könnte schon im Sommer, im Spätsommer soweit sein, dass die Inflationsraten wieder sinken. Das sehen wir jetzt nicht. Die Preise vor allem auf den globalen Agrarmärkten sind hoch und gehen nicht zurück. Und dann gibt es weitere Steigerungen und auch im Energiemarkt ist noch keine wirkliche Entlastung zu sehen. Der Erdölpreis hat sich gerade jetzt wieder nach oben bewegt. Es sieht nicht gut aus. Das Teuerungsproblem bleibt bei uns. Das heißt, wann rechnen Sie dann mit dem Höhepunkt? September, Oktober? Ja, im vierten Quartal dieses Jahres, das also zwischen Oktober und Dezember. Und Entlastung dann erst wirklich im zweiten Quartal 2023. Deswegen gibt es derzeit viele Vorschläge, die am Tisch liegen, wie denn die Bevölkerung aufgrund dieser steigenden Preise entlastet werden könnte. Die Zeit drängt. Es soll im Herbst ein Antiteuerungspaket kommen, das hat die Regierung angekündigt. Schon im Sommer könnte es Einmalzahlungen geben. Reicht das für den Sommer oder bräuchte es da jetzt schon ein sehr umfassendes Paket?
Die Zeit drängt für viele Haushalte. Wir haben ja gesehen, dass auch der Wocheneinkauf wirklich deutlich teurer geworden ist, 14% plus. Das ist für viele mit kleinen Einkommen, für viele, die von Sozialleistungen abhängen, sehr, sehr eng. Deswegen wäre mehr Tempo oder das maximale Tempo, das man hier machen kann, wünschenswert. Es wäre gut, wenn man die Sozialleistungen, die diversen, die noch nicht inflationsangepasst sind, anpasst. Zum Beispiel Teile der Familienbeihilfe, gerade für Familien mit mehr Kindern ist das Teuerungsproblem ein dramatisches. Viele andere Bereiche auch, wo die Sozialleistungen, die Pensionen sind ja an die Inflationsrate angedockt. Ja, da hatten wir sogar ein bisschen mehr, gerade für die kleinen Pensionen in den letzten Jahren gesehen. Da haben wir diese Indizierung, aber bei vielen anderen Dingen nicht. Bei der Negativsteuer nicht, zum Beispiel bei den diversen Absetzbeträgen haben wir auch keine Indizierung. Das wäre wichtig und das wäre sozusagen das sozialpolitische Pendant zu einer anderen Maßnahme, die mir jedenfalls wichtiger scheint, das wäre, dass man jetzt die Chance nutzt und aus der kalten Progression aussteigt. Das wird schon lange versprochen. Die OECD und viele andere Forscher und Forscherinnen verlangen das schon seit langem. Jetzt bei diesen hohen Inflationsraten, die auch hoch bleiben werden. 2023 werden wir auch weit weg sein von den 2%, die die EZB sich wünscht, bedeuten, dass man diese schleichenden Steuererhöhungen, die die kalte Progression bringt, für alle, nicht nur für die Armen, auch für den Mittelbau der österreichischen Gesellschaft, dass man die jetzt abschafft oder zumindest eindämmt. Doch gerade da, bei der Abschaffung der kalten Progression, wir haben es im Beitrag gehört, dann besteht die Befürchtung, dass es eben nicht treffsicher genug ist, weil es ja eben alle treffen würde, die Steuern zahlen, das heißt auch diejenigen, die sehr viel verdienen. Und auch der Chef des Fiskalrats Bartelt warnt davor, diese Einnahmen leichtfertig zu verteilen, weil sich dadurch Österreichs Schuldenstand weiter erhöhen würde. Ist es also jetzt der richtige Zeitpunkt, die kalte Progression abzuschaffen? Ja, das würde ich schon so sehen, weil die kalte Progression ja immer dann das größte Problem ist, wenn die Inflationsraten hoch sind. Und auf welchen Moment will man denn noch warten? Ja, jetzt haben wir wirklich historisch hohe Inflationsraten. Wenn das nicht der Moment ist, hier die entscheidenden Schritte zu tun, dann weiß ich nicht, auf was man noch warten will. Es ist auch so übrigens, dass natürlich die, die sehr viel Steuern zahlen, ja, die 10.000 Euro an Steuern zahlen, dass die von der Abschaffung oder Eindämmung der kalten Progression in absoluten Beträgen, in Euro-Beträgen mehr profitieren als jemand, der wenig Steuer zahlt oder als jemand, der gar keine Steuer zahlt, aber prozentuell zum Einkommen, da wirkt eine Abschaffung der kalten Progression besonders stark bei den kleinen Einkommen, wo nämlich die Progression des Steuersystems am stärksten ist. Bei den Millionären, die spüren gar nichts von der Progression. Die passiert ja bei den kleinen Einkommensstufen. Das heißt, dort ist das Problem gar nicht. Es liegt wirklich in der Mitte der Gesellschaft und die Teuerung, die ist längst nicht mehr nur ein Problem für die Armen, sondern eben auch schon für die Mitte der Gesellschaft. Nur auch nicht, das würde ja dann alle treffen, also nicht nur die Armen und die Mitte der Gesellschaft, sondern auch die, die eben am meisten verdienen. Das bringt mich auch zu einem weiteren Thema. Sie haben vor kurzem auch vorgeschlagen, dass man über die Einführung einer Erbschaftssteuer nachdenken sollte. Wäre das eben jetzt auch für den Sommer schon eine geeignete Maßnahme und wie soll das ausgestaltet sein? In Österreich hat man ja, ich glaube, 2008 die Erbschaftssteuer abgeschafft. Nicht ganz aus Jux und Tollerei, da gab es auch gute Gründe dafür. Ich meine, dass es jetzt Zeit wäre, darüber nachzudenken. Hier etwas über das Knie zu brechen, würde ich nicht für gut heißen. Da braucht man schon einen vernünftigen Prozess. Und es geht ja nicht darum, Steuern zu erhöhen. Der Staat in Österreich ist gut ausfinanziert. Wir haben in Österreich nicht niedrige Steuern im internationalen Vergleich. Man müsste sich über die Erbschaftssteuer hermachen als sozusagen Gegenfinanzierung, zum Beispiel für eine Absenkung der Lohnnebenkosten. Aus den Lohnnebenkosten werden Dinge finanziert, wie zum Beispiel der Familienlastenausgleichsfonds oder Wohnbauförderung. Das hat mit dem Arbeitsmarkt wenig zu tun. Wenn man das mit der Erbschaftssteuer sozusagen gegenrechnen könnte, könnte sozusagen bei gleichbleibender Steuerlast für die Österreicherinnen und Österreicher, dass die Struktur des Steuersystems sich verbessern und wachstumsfreundlicher werden. Aber wie soll die Erbschaftssteuer ausgestaltet sein? Ja, da gibt es ein paar Prinzipien, glaube ich, die man einhalten muss. Erstens, sie muss einfach ausgestaltet sein, nicht mit 100.000 Schlupflöchern und Ausnahmen. Zweitens, der Steuersatz darf nicht hoch sein. Ja, sonst wird das von 8% zum Beispiel, das ist etwas, das der IFO-Chef in München, Clemens Fuß, vorschlägt. Das würde auch bei uns, glaube ich, nicht ganz falsch sein. Man braucht Freibeträge. Nicht? Also wie ein Einfamilienhaus zum Beispiel.
Beispiel. Genau, genau. Und man wird sich auch überlegen müssen, was man mit den Familienunternehmen tut. Das heißt, am besten lange Zeiträume, in denen man eine solche Erbschaftssteuer bezahlen darf, 10 Jahre oder so, sozusagen in kleinen Schritten, sodass niemand die geerbte Firma verkaufen muss, denn das will man ja auch nicht, dass aus einer solchen Steuerreform dann die Familienunternehmen irgendwo ins Ausland verkauft werden. Es gibt also viele Vorschläge und die Inflation wird uns heuer noch ein ganzes Stück begleiten. So, Herr Professor Felbermayr, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Und damit schauen wir jetzt nach Kärnten. Seit 2,5 Wochen läuft die gesamte Kärntner Landesverwaltung samt Bezirksverwaltungsbehörden auf Minimalbetrieb. Vermutlich russische Hacker der internationalen Vereinigung Black Cat haben alle EDV-Systeme weitgehend lahmgelegt. Seither werden täglich neue Hiobsbotschaften veröffentlicht. Heute wurde bestätigt, dass Personendaten von etwa 80.000 Menschen abgezogen wurden. Und unter den Opfern ist auch hohe Prominenz, sofern sie mit Ehrenzeichen des Landes ausgezeichnet wurden. Milliardärin Heidi Goeshorten, Skirennläufer Marco Schwarz und Schlagerstar Melissa Naschenweng. Sie alle tragen ein Ehrenzeichen des Landes. Ihre Daten samt Leumundszeugnis könnten jetzt in den Fängen der Hacker gelandet sein. Insgesamt sollen 318 Geehrte betroffen sein, zeigt eine erste Datenanalyse des Landes Kärnten. Zudem wurden viele Bürgerinnen und Bürger, die sich in Kärnten niedergelassen haben, mögliche Opfer. Wir können jetzt sagen, dass hier rund 80.000 Stammdatenblätter, das heißt 80.000 Personen seit 1999, also wo eben Aufenthaltsbewilligungen erteilt wurden, beziehungsweise auch das unionsrechtliche Aufenthaltsrecht in Anspruch genommen wurde, dass diese Daten jedenfalls ausgelesen wurden. Auch 4.000 Kontaktdaten aus der Veranstaltungsabteilung des Landes sind betroffen. Der Großteil der abgesaugten Daten, etwa 250 Gigabyte schwer, betrifft den Landeshauptmann und sein engstes Umfeld. Viele weitere Daten stammen von Mitarbeitern im Landesdienst. Nach 2,5 Wochen ist seit etwas mehr als 5 Stunden nun auch wieder die Internetseite des Landes Kärnten erreichbar. Sie ist in erster Linie Anlaufstelle für Betroffene des Datendiebstahls. Wir entschuldigen uns für diese Sache. Für den Hackerangriff können wir natürlich nichts. Nichtsdestotrotz sind das Unannehmlichkeiten für die Menschen, für viele Bürgerinnen und Bürger, die hier ja, möglicherweise betroffen sind. Mehr als die Hälfte der 102 IT-Systeme des Landes laufen wieder. Wie lange es dauert, bis alles in Kärnten wieder reibungslos funktioniert, ist ungewiss. Also wir sind nicht davor gefeit, weiter angegriffen zu werden, aber jetzt in der Zwischenzeit, in den letzten 2 Tagen, hat es keine weiteren gröberen Angriffe gegeben. Zumindest Reisepässe und Führerscheine können seit mehreren Tagen wieder relativ stabil ausgestellt werden, wenn auch nur gegen Barzahlung. Stichwort Zahlen. Das Land will auf die Lösegeldforderung der Hackergruppe Black Cat in der Höhe von 5 Millionen Dollar weiterhin nicht eingehen. Wenn Sie wie Dreiser dabei sind, dann darf ich mich an dieser Stelle jetzt von Ihnen verabschieden. Einen schönen Abend noch aus Wien. Cybersecurity-Experte Cornelius Granik, der das Land Kärnten berät, ist heute dann zu Gast bei Amira Awad in der ZIP-Nacht ab 23.53 Uhr in ORF 1. Und wir werfen jetzt noch einen Blick auf weitere Meldungen des Tages. Der ukrainische Präsident Zelensky bittet den Westen erneut um mehr Waffen. Die Kämpfe würden sich derzeit auf den Osten der Ukraine fokussieren. Gleichzeitig gibt es Sorge um einen möglichen Choleraausbruch. In der Hafenstadt Mariupol wurden mehrere Fälle gemeldet, doch es fehlt an den nötigen Medikamenten. In Österreich wurde ein 2. Affenpockenfall bestätigt. Der 36-jährige Niederösterreicher dürfte sich bei einer Spanienreise angesteckt haben. Der Krankheitsverlauf sei mild. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch werde derzeit als selten eingestuft, so das Gesundheitsministerium. Ab September gibt es in Österreich beim Blutspenden keine Diskriminierung mehr aufgrund der sexuellen Orientierung. Die dafür notwendige Novelle wurde heute kundgemacht. Die Sicherheitsstandards für Blutkonserven seien weiterhin vorhanden. 12 der insgesamt 27 EU-Staaten haben sich auf eine freiwillige Umverteilung von Flüchtlingen in Europa geeinigt. Damit sollen Länder wie Italien oder Griechenland entlastet werden. Österreich lehnt eine solche Umverteilung ab. Innenminister Karner spricht von einem falschen Signal an Schlepperbanden.
Bei der ersten öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses zum Sturm aufs Kapitol wurde der ehemalige US-Präsident Donald Trump schwer belastet. So bezeichnete sein damaliger Justizminister William Barr die Wahlbetrugsbehauptungen Trumps als Schwachsinn. Eine Aussage, der auch Trumps Tochter Ivanka zustimmte. Der Ausschuss wirft Trump vor, mit den Betrugsbehauptungen den Mob angetrieben zu haben. Zum Sport jetzt noch. Vergangene Woche hat ein Stromausfall das Spiel im Happelstadion verzögert, aber heute ist alles gut angelaufen. Der Österreicher gesorgt. Und damit schauen wir jetzt noch, was das Wochenendwetter bringt. Recht kühl verliefen zum Teil die vergangenen Tage. Am Wochenende stehen die Zeichen nun auf Sommer. Von Südwesten strömt warme Luft in den Alpenraum und damit steigt die Temperatur wieder. Morgen ist es im Großteil des Landes von der Früh weg sehr sonnig. Wolken und Nebelfelder vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel lockern bald auf. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. Der Nordwind frischt zeitweise kräftig auf. Noch wärmer mit 25 bis 29 Grad wird es am Sonntag. Vereinzelt erreichen wir auch die 30 Grad Marke. Quellwolken stören den sonnigen Eindruck wenig. Hier geht es jetzt weiter mit drei am runden Tisch und Patricia Pawlitzki. Das Thema am Abend vor der Regenbogenparade in Wien. Let's talk about sex. Wie tolerant und offen ist unsere Gesellschaft trotz Regenbogenparade und dem Pride Month Juni tatsächlich? Das besprechen gleich meine zwei Gäste hier bei drei am runden Tisch. Sie werden den Schwerpunkt auf homosexuelle Menschen legen und diskutieren, wie sie persönlich das Thema Diskriminierung sehen. Gleich nehmen hier Platz die Lesbe Lena Jäger, Initiatorin des Frauenvolksbegehren, und der Star-Buchautor Thomas Breziner, der seit vielen Jahren mit einem Mann glücklich verheiratet ist. Gleich geht's los. Danke, Patricia. Wir sind am Ende dieser ZIP2. Ich darf mich im Namen des gesamten Teams für Ihr Interesse bedanken und wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Start ins Wochenende. Auf Wiedersehen.